Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema unterjährige Verzinsung. Anders als in den bisherigen Videos werden wir uns also anschauen, was passiert, wenn Zinsen nicht nur einmal pro Periode, einmal pro Jahr ausgeschüttet werden, sondern auch schon unterjährig, zum Beispiel einmal pro Quartal oder einmal pro Monat Zinsen ausgeschüttet werden. Das ist also eine Praxis, die im Bankwesen durchaus üblich ist. Und da überlegen wir uns jetzt einmal, wie das aussehen kann. Das, was in der Regel gemacht wird, ist, dass man einen sogenannten nominellen Zinssatz festlegt. Das ist zunächst mal nur eine rechnerische Größe, aus der der Zinssatz für die unterjährige Verzinsung gebildet wird. Also der nominelle Zinssatz könnte zum Beispiel sein 6%, das wäre also ein C von 0,06, was man hätte. Und dann stellen wir uns vor, wir würden quartalsweise verzinsen, also hätten ein K von 4 Verzinsungszeitpunkten. Dann würde man bei jedem dieser Verzinsungszeitpunkte mit dem Zinssatz von 0,06 dividiert durch 4, und das ist dann also 0,015 rechnen. Das heißt, anstatt einmal am Ende des Jahres 6% aufzuschlagen, würde man schon unter dem Jahr 1,5% aufschlagen, einmal am Ende des ersten Quartals, dann am Ende des zweiten Quartals, am Ende des dritten Quartals und am Jahresende auch nochmal. Immer 1,5%. Und da wechsle ich hier einmal in mein R herüber, um mir anzuschauen, was dabei passiert. Und stellen wir uns vor, wir haben einen Anfangswert von 1000 Geldeinheiten. Wir legen 1000 Geldeinheiten auf ein Bankkonto, was jetzt eben unterjährig oder quartalsweise mit nominell 6% pro Jahr verzinst wird. Dann kriegen wir also Ende des ersten Quartals, Ende März, kriegen wir 1,5% Zinsen gutgeschlagen. Das sind dann also 15 Geldeinheiten und da haben wir am Anfang des zweiten Quartals 1015 Geldeinheiten auf dem Konto. Das läuft dann wieder weiter bis Mitte des Jahres, bis Ende Juni. Und auch da werden nochmal Zinsen ausgeschüttet. Und zwar auf diese 1015 bekomme ich wieder 1,5% Zinsen. Da kommen dann wieder ungefähr 15 Geldeinheiten dazu, aber eben auch schon ein bisschen Zinseszinsen. Ja, wir sehen, wir sind jetzt nicht bei 30, sondern bei 30,225, weil wir eben auf die 15 Geldeinheiten, die wir im ersten Quartal an Zinsen bekommen haben, auch schon wieder Zinseszinsen bekommen haben. Können wir natürlich auch direkt ausrechnen, indem wir hier sagen 1000 mal 1,015 hoch 2, weil wir eben zweimal mit diesen 1,5% verzinst haben. Und dann können wir das weitermachen bis zum Ende des dritten Quartals und dann bis zum Ende des vierten Quartals. Und da sehen wir, dass wir dann eben nicht bei 6% Zinsen für das ganze Jahr ankommen, das wären eben 60 Geldeinheiten, die wir dazu bekommen hätten, sondern bei einem Zinssatz von, sondern bei einem Endwert von 1061, sodass wir also 6,1% Zinsen bekommen haben. Ja, diesen Zinssatz könnte ich mir dann also auch so ausrechnen, 1,015 hoch 4 ist dieser Wachstumsfaktor. Den könnte ich also auch schreiben als 1 plus 0,06 dividiert durch 4. Das haben wir gemacht. Hoch 4, das ist dieser Wachstumsfaktor. Und wenn wir davon dann 1 abziehen, dann haben wir da diese 6,14% Zinsen in etwa. Wechsel also hier nochmal auf meine Folien zurück. Und das halten wir jetzt mal formal fest. Also, wir haben den nominellen Zinssatz C, die Anzahl Verzinsungsperioden K und in jeder Verzinsungsperiode K verwenden wir einen Aufzinsungsfaktor von plus 1 plus C durch K und das Ganze dann eben K mal über das Jahr hinweg. Das ist unsere Grundgleichung für die Verzinsung über eine Periode hinweg. Das heißt, wenn wir das umrechnen wollten in einen äquivalenten Jahreszinssatz, dann müsste unser 1 plus R, unser üblicher Aufzinsungsfaktor, gleich diesem 1 plus C durch K hoch K sein. Und dann kann ich die 1 auf die andere Seite bringen und dann haben wir den effektiven Jahreszinssatz ausgerechnet. Das heißt also, wir haben für unsere
übliche Grundgleichung, unsere Endwertformel, zwei verschiedene Arten, wie wir die jetzt befüllen können. Also richtig ist in jedem Fall, der Endwert ist Anfangswert mal Aufzinsungsfaktor hoch t, wobei t die Anzahl Jahre ist. Und das, was sich jetzt bei diesen verschiedenen Verzinsungsformen nur ändert, ist also der Aufzinsungsfaktor. Bei der jährlichen Verzinsung ist das 1 plus r, wobei r der effektive Jahreszinssatz ist, und bei der unterjährigen Verzinsung ist der Aufzinsungsfaktor q 1 plus c durch k hoch k, wobei c dieser nominelle Zinssatz ist und wir dann aber wissen, der effektive Zinssatz fällt in Wirklichkeit höher aus.